Einmal Fahnen schwenken! Ja, kann man das ja auch.
König, unsere Weinkönigin Nina und die Weinprinzessin Jana und Madeleine. Dazu hat sich wie immer unser Bacchus gesellt mit seinen Markantinnen Daniela und Mauri. Offiziere vom Junggesellenverein waren dabei. Herzlichen Dank. Vor 25 Jahren. Ja, ich hatte für euch jeweils 5 Minuten Redezeit eingereicht. Reicht das aus? Nein, die wollen nicht. Also liebe Erfler, liebe Gäste, ich möchte mich bei all Ihnen für den schönen Blumenumzug bedanken. Vor allen Dingen bei allen fleißigen Helfern, die schon seit Monaten diese wunderschönen Wagen bauen. Alle, die gestern und heute beim Blumenstecken waren. Vielen, vielen Dank. Genau deshalb ist dieser Blumenkorso so unvergesslich und wunderschön. Ich freue mich jetzt mit Ihnen und mit meinen Weinprinzessinnen noch ein paar glückliche Stunden in unserem schönen Weinlauf zu verbringen und möchte mit Ihnen mit meinem Weinspruch anstoßen. Als 1815 der Preuße uns die Strümpfe brachte und kurz darauf Neuwied über uns wachte, war uns Erpelern schon immer klar, dass nur Bacchus der Regierende war. Im schönen Blumendorf am Rhein regierte seit jeher der rot-weiße Wein. Darauf möchte ich mit euch das Glas erheben, freudig und gesellig den Tag erleben. Zum Wohl! Jetzt will natürlich auch unser Bacchus einige Worte an uns richten. Das möchte ich auf jeden Fall. Denn ich denke, dass was den Blumenkorso hier auch auszeichnet, ist natürlich einmal die schönen Wagen und die Arbeit. Aber vor allen Dingen das Publikum zeichnet das aus. Ihr seid ein super Publikum. Ich finde es ganz, ganz toll, dass sich viele auf weite Wege zumuten. Jedes Mal hier nach Sonntag zum Blumenkorso kommen. Vielen Dank dafür. Prost zusammen. Auch die Politik ist heute dabei. Ich will mal als erstes den Landrat fragen, dass er